iOS oder Android? Hier scheiden sich die Geister. Ob Apple oder Geräte von Samsung, Huawei und Co. besser sind und wo die Unterschiede zwischen den Modellen liegen, erklären wir dir in diesem Video. Ein großer Unterschied zwischen beiden Systemen ist die Update-Verfügbarkeit. Apple aktualisiert ihre Geräte bis zu 5 Jahre, wogegen es für Android-Modelle meistens nur 2 bis 3 Jahre lang Updates gibt. Somit bleiben Apples iOS-Geräte länger vor Sicherheitslücken geschützt und erhalten auch nach Jahren noch die neuesten Funktionen. Apple hat mit iOS ein geschlossenes System entwickelt, das nur auf Apple-Produkten läuft. Android dagegen setzt auf ein offenes System und kann von allen Smartphone-Herstellern für ihre Geräte verwendet werden. Das hat sowohl Vor- als auch Nachteile. Da iOS nur auf Apple-Geräten läuft, verschafft das dem Betriebssystem eine Exklusivität, die von vielen als Statussymbol angesehen wird. Ein weiterer großer Vorteil, den iOS bietet, ist, dass die Technik des Betriebssystems und der Hardware aus einer Hand kommt. Die Hardware und Software ist somit perfekt aufeinander abgestimmt. Daraus resultiert ein stabileres System mit besserer Performance. Bei Android kommt es je nach Hersteller zu schwankenden Performance-Leistungen. Auch plötzliche Abstürze treten bei Android-Modellen deutlich häufiger auf. Schreib uns an dieser Stelle doch mal in die Kommentare, welches Smartphone du hast und ob du damit zufrieden bist oder darüber nachdenkst, dir ein neues anzuschaffen. Durch das geschlossene System ist iOS kaum anfällig für Viren und Schadsoftware. Bevor Apps im App Store veröffentlicht werden, werden diese zunächst von Apple genau geprüft. Auch fremde Anwendungen aus dem Internet lassen sich nicht ohne weiteres auf dem iPhone und iPad installieren. Somit haben Viren und Malware kaum eine Chance. Auch Sicherheitslücken werden von Apple immer relativ schnell erkannt und mit Updates behoben. Durch die lange Update-Kompatibilität bleiben auch alte Geräte noch lange geschützt. Nichtsdestotrotz bietet jedes auch noch so gute System Schwachstellen, die anfällig für Malware sein können. In diesem Video erklären wir, was man gegen Schadsoftware auf iOS machen kann und wie man sie wieder entfernt. Androids offenes System dagegen bietet viel Angriffsfläche für Malware und Viren. Apps im Play Store werden nicht besonders stark kontrolliert. Dadurch erhöht sich zwar die Menge und Vielfalt an Apps im Gegensatz zum Apple App Store, jedoch kann dadurch auch Schadsoftware einfach auf das Smartphone gelangen. Zudem kann je nach Hersteller ein Update hier lange auf sich warten lassen. In diesem Punkt liegt auf jeden Fall Apple mit iOS vorne. Android hat den Vorteil, dass es von allen Herstellern verwendet werden kann. Dadurch ergibt sich natürlich ein größeres Spektrum an verfügbaren Modellen und man hat die Auswahl zwischen High-End-Smartphones und auch günstigen Geräten. Apples iPhones sind meistens im höheren Preissegment eingeordnet und daher nicht für jeden erschwinglich. Dafür kann man hier immer mit den neuesten Features und der besten Technik rechnen, die in günstigeren Android-Modellen nicht verbaut sind. Ein weiterer Punkt ist der Wertverlust bei Android-Modellen. Android-Smartphones verlieren im Schnitt nach einem Jahr 33% an Wert, iPhone-Modelle dagegen nur um die 16%. Diese Werte sind vor allem für Leute interessant, die gerne das neueste Smartphone haben möchten und ihre alten Modelle dafür verkaufen. Es ist also weniger lukrativ, sich ein High-End-Smartphone mit Android zu holen, das in derselben Preisklasse wie ein Apple iPhone liegt. Viele Android-Nutzer berichten, dass sich die Prozessorleistung mit der Zeit verschlechtert. Auch die Akkuleistung soll nach einiger Zeit rapide nachlassen. Viele Android-Modelle haben jedoch eine abnehmbare Rückseite, wodurch sich der Akku einfach tauschen lässt. Diese fehlende abnehmbare Rückseite ist für viele ein Argument gegen ein Apple-Produkt. Jedoch ist diese Annahme nur ein Mythos. Auch das Display und der Akku beim iPhone lassen sich ganz einfach austauschen. Auf iPhoneDisplayShop.de findet man günstige und qualitativ hochwertige Ersatzteile für alle iPhone-Modelle. Mit den passenden Reparaturanleitungen lassen sich die Komponenten dann unkompliziert austauschen. Die Links zu den Anleitungen findest du hier in der Infocard. iOS ist in der Gestaltung eher minimalistisch gehalten, wogegen Android nach Belieben verändert werden kann. Auch wenn inzwischen Widgets und andere Features den Weg auf iPhones gefunden haben, ist Android jedoch immer noch deutlich anpassbarer. Hier muss jeder für sich selbst entscheiden, welches Betriebssystem schöner ist und womit man am besten zurechtkommt. Jedoch wird iOS immer vorgeworfen, von der Kompatibilität eingeschränkt und in der Bedienung deutlich umständlicher zu sein, wie beispielsweise der Übertragung von Fotos auf dem PC.
Das ist jedoch meistens auf fehlendes Wissen über die Thematik zurückzuführen und auch genauso einfach wie bei Android-Geräten. In diesem Video zeigen wir dir, wie man Fotos ganz einfach vom iPhone auf den PC übertragen kann. Beide Betriebssysteme bieten exklusive Features auf ihren Geräten. Bei Apple gehört dort zum Beispiel AirDrop mit dazu, wodurch Dateien und Bilder zwischen iOS-Geräten ganz einfach ausgetauscht werden können. Auch ein Cloud-Dienst ist hier direkt mit ins System eingebunden, wodurch sich Fotos und Videos ganz einfach online speichern lassen. Dazu zählen auch die geteilten Alben, wodurch sich fast unendlich viele Fotos und Videos online hochladen lassen, ohne dass man dafür Speicher kaufen muss. In diesem Video haben wir gezeigt, wie das funktioniert. Weitere Features sind zum Beispiel die Bildschirmaufnahme, die ebenfalls von Haus aus mit an Bord ist, und der Streamingdienst Apple TV Plus. Diesen bekommt man beim Kauf eines Apple-Produkts für ein Jahr gratis mit dazu. Letztendlich kann man sagen, dass die Wahl des Betriebssystems Geschmackssache ist. Android-Modelle sind in der Regel zwar oft günstiger, dafür setzt Apple mehr auf Datenschutz, Performance, ein minimalistisches Design und eine lange Update-Verfügbarkeit, wodurch die Geräte länger benutzbar sind als die meisten Android-Modelle. Schreib uns doch mal in die Kommentare, ob du iOS oder Android besser findest. Wenn dir noch Pros und Kontras zu den jeweiligen Betriebssystemen einfallen, schreib uns das auch in die Kommentare. Lass dem Video ein Like da, wenn dir das Video weitergeholfen hat, und vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren.